Und herzlich willkommen zu meinem neuen Channel. Ich heiße Simoki und wir stehen hier am Flughafen Schwechat oder Wien Schwechat. Ich fliege jetzt da einmal einen ganz kurzen Flug von Schwechat nach Linz. Also von Wien nach in die Steiermark. Nein, Spaß. Nach Oberösterreich. Und ja. Da haben schon manche dumm geschaut, ne? Obwohl in Österreich habe ich keine Ahnung, welche Hauptstadt da wo. Ja. Ja, also ich wohne in Österreich, aber nicht in Wien. Niederösterreich, ja. Und ja. Das ist halt ein Vorstellungsflug für meine, wo ich über meine Projekte rede. Und ja, was ich noch vorhabe und so. So, dann werde ich jetzt mal wieder einsteigen. Fliegen auf 8000 bei dem kurzen Flug. Könnte noch ein wenig höher, aber naja. Lassen wir jetzt einmal so. So, also, ich erkläre euch gleich im Flug alles. Gleich kommen mehr Informationen, gerade etwas blöd. Einfach gleich starten, lalalala, gleich einen neuen Account. Hier, mein Channel, lalala. So, naja. Ich starte jetzt einfach mal Richtung Linz. Mit einer 737. Also Boeing 737-800. Und ja. Ach, wie schön. Ich kapiere aber nicht, für was hat Boeing oder McDonald's und so viele Klappenstufen wieder. Ja, das ist so viel. Ja, genau. Für was haben die so viele Klappenstufen? Also, das ist so komplett unmöglich. Zum Beispiel bei, oh, das war wirklich nicht wichtig, aber zum Beispiel bei Airbus haben sie nur 4. 1, 2, 3 und 4. Aber naja, was der Hersteller halt macht. Dann fahren wir uns nochmal einfahren. So, und dann machen wir den Autopilot noch rein. Ach, dann schon mal drinnen. Flaps rein. So, ich fliege jetzt eigentlich hauptsächlich nur im virtuellen Cockpit. Ja. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen. So, hier ist mal Wien. Erster Bezirk. Schön, hab ich auch schon mal gewusst. Donut zur Wiener. Zauber aus der Wiener. Zauber. Ey, die Preise kenne ich doch irgendwie. Ne? Ach, ja, jetzt wollen wir einfach ganz nicht einfallen. Und ich fliege auch im 2D-Cockpit. Ja, wenn ich einfach mal Fliegland starten, alles in 3D und ja. Ja, genau. Meine Projekte. Wie mein Name schon sagt, Simoki, zocke ich hauptsächlich Simulatoren. Zum Beispiel habe ich hier gerade, nein, ich unterfahren, so, Stadtbahn-Simulator Düsseldorf, heute gekauft, oder ja, werde ich dann noch im Let's Play ausprobieren. Hm, ja. Und noch mehr Euro Truck natürlich. Und Landwirtschaftssimulator. Das halt das übliche. Super Sachen. Super, super Sachen. So. Ja. Und ich habe einen Freund, der macht auch Let's Plays. Der heißt Austrian Minecraft LP. Wie sein Name auch schon sagt. Spielt er nur, also derzeit nur Minecraft und Tekkit, so Hexen und so. Und ja, ich werde ihn verlinken in der Beschreibung. Naja, also gleichzeitig mein bester Freund. Ja. Und ja, er wird auch ein paar Mal bei meinen Aufnahmen dabei sein, zum Beispiel FSX und so. Ich war zum Beispiel bei ihm auch schon dabei. Oh, bei Minecraft. Ach,
muss Tutorials machen. Autopilot Tutorials, Anzeigen Tutorials, ES-Lande. Ach, und was es noch so gibt. Und die Standardmission von FSX werde ich auch noch Let's Play. Also die Mission, die bis auf die Heliflüge. Weil die Helikopterflüge, die was in FSX auch haben und die schon versucht haben, mit den Heli zu fliegen. Es ist etwas schwerlich, also etwas schwer, mit der Tastatur zu fliegen. Ich habe zwar einen Joystick, aber halt so einen billigen Joystick, den habe ich mir einfach mal schnell gekauft, um, also den habe ich schon länger, um einfach mal zu fliegen. Dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, wieso helfe ich nicht mal. Und ja, jetzt Let's Play ich halt. Und wegen Austrian Minecraft LP, weil er gerade so wenig Videos macht, das ist witzig, ja. Bist du halt vielleicht auch mit ihm hier, weil er schon länger her ist, dass er ein Video hochgeladen hat. Er hat gerade ziemlich viel zu tun, mit der Schule, Lernen, Schularbeit-Teste, so Bücher halt. Und er besorgt sich noch neues Equipment, also, Mikro neues und ja, baut gerade alles um, Playzimmer zu machen. Und ja, schwatzen dann. Ja, was soll ich da noch sagen? Es ist doch einfach schön, die Alpen zu sehen, überhaupt im Winter. Ich wollte eigentlich im Winter fliegen, aber ich habe es auf Sommer umgestellt. Ach, es ist eigentlich im Winter jetzt. Also, ich jetzt gerade auf. Also, ich war nie das Video ansehen, aber ja. Ach, Skifahren ist auch wieder schön und Skispringen. Ja. Also, so, fucking bomb. Liegt halt nirgends in Österreich Schnee? Ja, oh ja, schon bei den Skipisten da, bei den Pumperlöten. Sagen, aber sonst eigentlich nicht zum Rodeln oder zum Bobfahren. Eigentlich gar kein Schnee. Bei uns, also bei uns rechts von Wien, im Wiener Becken heißt das. Ja, den Bezirk werde ich jetzt auch noch sagen, den Wohnort genau. Wiener Becken. Fast keiner kennt ihn, ich habe es mir selber nicht mal gekannt. Ich weiß gar nicht, dass das so heißt. Ist aber nicht der Bezirk, sondern ein Teil von Niederösterreich, der so heißt. Oder heißt er nicht auch Marfeld? Sicher Marfeld? Nein, egal, ich muss nicht fest darauf eingehen, so wie ich eigentlich noch die, was das nicht kennen. Da hat es eigentlich bei uns gar nicht geschneit. Ich habe mich schon wieder so aufs Rodeln, aufs Bobfahren gefreut. Nein, es muss ja kein Schnee kommen. Naja, nein, ich bin gefreut. Außer für Minecraft den Pier wieder richtig die Piste runterfahren. So, wuhu! Dann haut sie wieder auf den Boden. Naja, ja. Man muss halt was ins Kino Spaß zu haben. Skifahrer werden sie erkennen. Ein paar gesperrte Pisten einfach runter. Juhu! Und dann mit Pech ist noch voll gegen den Baum. Wenn man gut Skifahren kann, wird einem das nicht passieren. Wenn man Glück hat. Manchmal kann ja auch was passieren, wenn man gut ist. Zum Beispiel Profi-Skifahrer. Skispringer. Ja, da werden sich manche wundern, wieso ich so auf Skifahren und Skispringen ständig. Ach, morgen stellen uns auch wieder erst auf, Kamera extrem. Boah. Wer das sieht, wird sie nicht denken. Schade, so gut der Skispringen. Ist weg. Naja, wie auch immer. Also, wenn ihr
Flugwünsche habt, zum Beispiel sowjetisch, welcher Linz, einfach Flughafennamen eingeben. Zum Beispiel jetzt da Flugwunsch, Doppelpunkt, von Schwächert nach Prag und dann mit welcher Maschine? Leerchat oder Privatchat, ein kleiner Gedankenchat, 737 und so. Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ja. Wenn ihr mich sympathisch findet und meine Videos gut, also Videos, ich habe erst ein Video gemacht, naja, das Video halt gut findet, mich sympathisch und auch gut findet, abonnieren, liken und disliken, je nachdem, wie ich euch gefalle. Ja. Etwas schwierig hier was zu reden zu finden. Bei den Tutorials ist es nicht so schwer, aber wenn ich jetzt da Freiflug mache, ja, sieht man, wie wert ein kurzer Flug sein kann, ne? Ein schnelles 52 finde ich jetzt auch nicht viel, weil das unter 10.000 Fuß fliegt ein Pilot in Wirklichkeit nicht schneller als 250 Kilometer. Nur halt als Spieler. Ist ja nicht Pflicht, dass ihr das macht. Ihr privat, wenn ihr selber spielt, ihr mit, haut halt rein 330 Knoten oder 400 irgendwo. Naja, 400 ist schon etwas übertrieben, aber wenn es euch gefällt. Egal. Ja. Ich bin jetzt schon ein paar Mal geflogen, aber habe es nicht aufgenommen. Also wie ich früher noch geflogen bin. Ich habe, das sind jetzt 25% vom Anfang an, was ich eingegeben habe. Und jedes Mal an der gleichen Stelle ist es dann irgendwie anders, aber weniger Kerosin oder mehr. Ich finde es verwirrt. Letztes Mal an der gleichen Stelle habe ich 900 gehabt, jetzt habe ich 1145. Vorbeiflug bitte. Miau. Ah, ich schätze, der Flug wird so. Also, der Flug dauert durchschnittlich 30 Minuten. Also, wenn ich 250 Stundenkilometer fliege. Ah, jetzt sage ich Stundenkilometer. 250 Knoten meinte ich natürlich. Macht eine Kurve? Oi, wir können schon langsam im Sinkflug gehen. Aber langsam, so. Ja, ich fange einfach mal an. So, einmal das. Bing! Ich finde das irgendwie lustig, so lustiger. Bing! Bang! So, ich weiß, man sieht normal mit 1800, aber. Ja, ich schicke jetzt einfach mal mit 1500. Jetzt komme ich runter. Triebwerke sind auch nicht leer, oder? Oder? Triebwerke steht es kaum. Ah, ne, fast. Also kleine Flüsse.
ja. Und vielleicht, aber nur vielleicht, ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich mit aus für den Minecraft LP mal NVS, Landwirtschaftssimulator 2013, Multiplayer, aber nur vielleicht. Wie oft zeige ich das nochmal? Multiplayer. Also ich spiele ziemlich viel Landwirtschaftssimulatoren. Oder habe ich gespielt? Ja. Da könnten wir es ja vielleicht mal zusammen Let's Play. Kann man ja mal ausprobieren. Wie es so ist. Multiplayer ist sowieso viel einfacher als alleine. Und alleine ist ja viel schwerer. Ah, dauert sehr viel länger, die Felder ummarkern und so. Ach, da sehe ich. Ich weiß ziemlich viel über Simulatoren. Hoffe ich zumindest. Ja, aber mein nächstes Projekt ist entweder sein Rettungsfangsimulator 2014 oder der Stadtbahn-Simulator Düsseldorf. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Straßenbahn-Simulator sage. Anfangen zu singen, wenn wir fahren sind. Ja, meine Ohren krebs, ich stecke nur die Ohren zu. Und la. Oder dreht einfach auf Laubus. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Nein, aber gleich.
da ja war. Alleine. Nur mit mir und den Passagieren hinten drin. Und mit euch. Ja. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr dieses Video ansieht und mit mir hier dabei seid. Meine Lieblingsabonnenten nicht. Das war jetzt kein Schleim, okay? Nur müssen wir beenden. Wenn ich Schleim würde, würde ich so sagen, oh, meine Lieblingsabonnenten, die sind alle meine besten Freunde. Das ist so verrückt. Ja. Wie so ein Mensch, der alles lieb hätte. Oh, Baum, wie geht es dir? Ich bin dein Freund. So, wir sehen schon mal die Landebahn. So, ich halte mal die Höhe. So, und drehe jetzt mal nur auf die Kurs. Ich gehe jetzt nur kurz in die Außenansicht. Zum Ausrichten auf die Landebahn. Weil ich gesagt habe, ich fliege eigentlich nur virtuell Cockpit und lande. Also ich starte dann im virtuellen Cockpit. Im virtuellen Cockpit sieht man nämlich die Landebahn nicht so gut wie aus. Hier den Unterschied schnell. So. Eigentlich doch, aber man sieht es halt genauer. So. Ja. So, okay, ich kann schon sinken. Ich habe nur kurz auf Pause gedrückt. So, dann bremse ich mal. Drossel ich mal die Geschwindigkeit auf 180 Knoten. Naja, jetzt habe ich langsam den Dreh raus. Und wie man hier sieht, ich weiß es schon, ich will es nur zeigen, bei unter 190 kann man die Klappen auf 25 Grad stellen. Das mache ich jetzt einfach mal so. 10 Grad, 15 und 25. Könnt ihr auch einfach machen, zum Beispiel F6 und F7. Oder ganz ausfahren F8 und ganz entfahren F5. Und ja. Oder ich will kurz nachsehen, da kann man sogar in den rechten Sitz sitzen, nur halt. Ja, ist 25. So, wir sind, glaube ich, ausgerichtet. Ja. Bis nach links sollten wir auch noch rüber, aber sonst geht's. Was weiß ich auch mit der Kamera. So, naja. Okay, wir haben die Erlaubnis zu sinken. Wir müssen auch sinken. Weil es die links, die Lichter, die ihr seht, vielleicht manche, manche. Ja, die sich gefragt, ja, ganz ruhig, ach, geht mir das auf den Nerv. Wenn das Fahrwerk draußen habt, dann spaßt. So. Wenn es so pfeift, dann das Fahrwerk ausfahren. Habe ich auch mal überlegen müssen. So, links, die Lichter sind nicht umsonst da, die sich vielleicht schon gefragt haben, für was sie da sind, die was selber FSX spielen. Die sind dafür da, um zu sehen, wie man richtig anfliegt, also welche Höhe man halten soll oder muss, um richtig auf die Landebahn zu kommen. Jetzt zum Beispiel drei, es sind vier Lichter, drei weiße, ein rotes, wie es hier ist, gerade. Heißt, ich bin so hoch. Und wenn vier weiße Lichter sind, bin ich viel zu hoch. Zum Beispiel jetzt zwei weiße, zwei rote, ist perfekt. Da muss ich ungefähr ein Sinkrate von so 700, so 800, 900 beibehalten, dass es so bleibt, so ungefähr in der Mitte. Und wenn es natürlich ein weißes ist und drei rote, ein wenig zu tief, und vier rote ist viel zu tief. Gibt natürlich auch Sinn. So, ich sink jetzt kurz ein wenig schneller, dass ich mal im perfekten Bereich bleibe. Bleibe. Noch aussehen müssen, weil ich muss mich wirklich ehrlich bemühen, mich also sehen zu sagen, nicht schauen. Zu schauen. Ja, hört sich dann wieder am Ende, wenn ich das Video dann noch rendere und so, hört sich dann etwas komisch an. Komisch an. Und ja. Ich werde noch schauen, vielleicht mein kleiner Bruder, der auch so Let's Play begeistert ist,
auch mal dabei sein. Und ja. Und ja. So. So. Muss kurz die Geschwindigkeitskontrolle ausschalten. Ja, ich komme viel zu hoch rein. Na, Spitze. Aha, nicht ganz so schnell. Ach, langsam, ich fühle mich nicht. Das war natürlich die beste Landung, die ich jetzt machen konnte. Sorry, dass ich die jetzt so falsch mache, aber normal mache ich bessere Landungen. Ehrlich. Oha, das ist ziemlich knapp. Bremsen. So, okay, da muss ich jetzt umdrehen. Das wird wenig blöd. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal. So. Ich habe die Flaps gar nicht ganz ausgefahren. Ja, wenn ich aufnehme, passiert es halt mal. Ich weiß, es ist unrealistisch, einen Flug auf der Start- bzw. Landebahn zu schließen. Aber ja, ich habe gerade keine Zeit zum Gehen oder zum Parkplatz zu wollen. Darum hoffe ich, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part von FSX, euer Simoking. Liken, abonnieren oder disliken, wenn es euch nicht gefallen hat. Ciao.